zur Bekämpfung desselben. Ja, natürlich muss ich erstmal was erzählen, um was es eigentlich geht. Aber vielleicht zuallererst ein bisschen was über mich und warum ich hier stehe und glaube, ich kann euch irgendwas zu dem Thema erzählen. Geeklog ist ein kleines CMS, ist hierzulande ziemlich unbekannt, obwohl es schon seit dem Jahr 2000 existiert. Ich bin im Januar 2002 auf dieses System gestoßen, als ich halt selbst mal auf der Suche nach so einem System war, für eine Webseite, die ich machen wollte. Ich bin dann irgendwie mehr oder weniger zufällig in die Entwicklung reingerutscht und habe das am Ende sogar dann übernommen, obwohl ich das ursprünglich eigentlich nur als Anwender benutzen wollte. Wie das halt immer so ist bei Open-Source-Projekten, kann das halt manchmal passieren. Das Spam-Problem ist bei uns zum ersten Mal aufgetaucht, so Mitte 2004. Haben wir halt massiv in Kommentaren oder in Beiträgen halt Spam gehabt. Als erste Maßnahme hat jemand aus der Community ein Spam-Filter-Plugin dann geschrieben, das wir seither auch mit ausliefern. Das hat dann den schlimmsten Spam erstmal bekämpft. Und so Ende 2004 kam dann nochmal eine richtig dicke Welle, speziell Poker-Spam, auf uns zu. Und da habe ich auch mal angefangen, mich ein bisschen mit dem Thema näher zu beschäftigen, zu gucken, wo das herkommt. Und zwar vielleicht ganz interessant, weil wenn man denkt, Poker für Online-Casinos und so weiter, Werbung, das müsste eigentlich aus den USA kommen. In dem Fall hat sich dann herausgestellt, da steckten zwei Bulgaren dahinter. Die haben also in der Zeit, ich weiß nicht, ob jemand zum Beispiel von Chris Köntop das Weblog liest oder auch überhaupt, wenn man in Blogs in dieser Zeit, Ende 2004, Anfang 2005 liest, das hat praktisch das ganze Web, die ganze Blogosphäre haben die überschwemmt mit Poker-Spam. Also das war wirklich eine massive Welle damals. Und da habe ich eben angefangen, mich halt mal ein bisschen mehr mit den Hintergründen des Themas zu beschäftigen und auch unseren Spam-Filter eben weiterhin zu entwickeln, nach neuen Methoden zu suchen, den Spam zu bekämpfen dort. Ich will also erstmal was erzählen zur Frage, was ist eigentlich Web-Spam? Woran erkennt man den? Was macht den aus? Dann natürlich Gegenmaßnahmen erläutern, welche funktionieren, welche nicht. Und ein paar Aussichten auf die Zukunft versuche ich mal, was blüht uns da in dem Bereich noch. Wieder das beliebte Motiv hier übrigens, gibt es auch, fand ich immer sehr amüsant, es gibt auch Spam Light, auch in verschiedenen Sorten, deswegen passt das hier ganz gut als Illustration. Also Web-Spam generell würde ich mal unterteilen grob in diese vier Kategorien, in Kommentar-Spam, Trackback-Spam, Referrer-Spam und dann die subtileren Formen, auf die ich gleich eingehen werde. Kommentar-Spam wiederum, das fasse ich einfach alles zusammen, was wirklich als Kommentare unter Artikel gepostet wird, was in Foren gepostet wird und was in Gästebüchern gepostet wird, weil das ist von der Funktionalität her alles recht ähnlich. Und sieht dann halt typischerweise so aus, irgendwie halt irgendwelche Bla vorne dran, very good site und dann halt ein Stapel URLs mit den üblichen Keywords. Was ich auch bemerkt habe, es gibt halt manche Spammer, die spammen dann für alles auf einmal. Also hier hatten wir einen Spammer, der hat uns eine Zeit lang alphabetisch belästigt. Der ist das ganze Alphabet durchgegangen. Also hier hat er alles für U. Von Underground, Underpants bis United Airlines, alles in einen Spam gepackt. Ja, und dann auch, das fand ich sehr spannend, auch als Spammer muss man sich natürlich absichern und postet den Disclaimer gleich mit, dass das jetzt auf mit sexual explicit Content verweist. Also, ja. Ein bisschen ein Sonderfall von Kommentar-Spam ist Wiki-Spam, mit dem ich mich jetzt auch nicht näher beschäftigt habe. Das ist so ein Spezialgebiet für sich. Der Unterschied ist ja bei Kommentar-Spam, da wird halt einfach der Kommentar abgeschickt. Als neu ist es einfach ein Post-Request technisch gesehen und wird übertragen und steht dann auf der Webseite. Bei Wiki-Spam muss man ja eine vorhandene Seite normalerweise editieren. Das heißt, es ist auch technisch eine andere Herangehensweise. Und ich habe mir erzählen lassen, dass ein beliebter Trick ist bei Wikispam, dass man den Spam in älteren Revisionen von Artikeln versteckt. Das heißt, die Spammer gehen her, ändern den Artikel, schreiben den Spam rein und machen die Änderung dann wieder rückgängig. Dann erscheint der Artikel so in seiner ursprünglichen Gestalt
aber in der History ist der Spam halt immer noch drin und wird zum Teil, je nach Wiki-Engine, mit indiziert. Das ist halt einfach ein Unterschied zu normalen Kommentar-Spam. Ein anderer Sonderfall ist Trackback-Spam. Wer weiß, was ein Trackback ist? Ja, okay, also es ist gerade bei Weblogs sehr beliebt, eine Funktion, die dafür sorgt, dass man siteübergreifend kommentieren kann. Das heißt, ich habe in einem Blog einen Artikel, auf den ich mich beziehen will, dann schreibe ich in meinem eigenen Blog eine Antwort zum Beispiel darauf und in dem Moment, wo ich die abspeichere, erkennt die Blog-Software, dass da ein Bezug auf den anderen Artikel drin ist und schickt einen automatisch generierten Kommentar rüber, der dann auf dem anderen Blog erscheint. Dadurch sind die beiden Artikel verlinkt, das heißt, jemand, der bei mir zuerst landet, findet den anderen Artikel und jemand, der im ursprünglichen Artikel landet, findet dort den Kommentar und findet damit automatisch zurück zu mir. Dadurch sind Weblogs halt sehr gut miteinander verlinkt, was sie attraktiv für Spammer macht, weil sie bei Google zum Beispiel recht hoch dadurch eingestuft werden. Was die ganze Sache noch interessanter macht für den Spammer, ist, dass das Ganze über XML-RPC läuft mit einem definierten Protokoll. Das heißt, das ist ein gefundenes Fressen für die Spammer. Hier wissen sie ganz genau, was sie schicken müssen, damit das als Spam da erscheint. Sie müssen sich also nicht rumschlagen wie bei normalen Kommentarspam mit Formularen, die sie erst auseinandernehmen müssen, sondern sie haben eine klare Spezifikation, nach der sie spammen können. Das war halt eine Zeit lang, nachdem sie das entdeckt hatten, war halt Trackbacks einfach unbenutzbar in Blogs. Ganz ähnlich ist Pingback, ist ein verwandtes Verfahren, benutzt auch XML-RPC, ein leicht anderes Protokoll, ist weniger attraktiv für die Spammer, weil man da nur eine URL übertragen kann, während man bei XML-RPC einen Ausschnitt von dem Posting eigentlich übertragen soll, wo man natürlich dann als Spammer prima seine Keywords unterbringen kann. Dann gibt es noch das Thema Referrer-Spam. Also Referrer sind ja, wenn man Webserver-Log liest, kann man ja sehen, wo der Besucher herkam, weil wenn ich auf einen Link klicke, wird diese Information von der ursprünglichen URL wird übertragen an den Ziel-Webserver und wird dort im Weblog, im Log des Webservers protokolliert. Und diese Information ist aber halt recht einfach zu fälschen, so ungefähr so schwierig wie eine Absenderadresse in der E-Mail, was man auch einfach eintippen kann. Und da ist dann jemand halt mal auf die Idee gekommen, da gefälschte Verweise mitzuschicken, um den Leuten einzureden, dass hier irgendjemand auf sie verlinkt hätte. Und gerade in Blogs war das sehr beliebt eine Zeit lang, dass man angezeigt hat, wo kommen meine Besucher her? Und dann hatte man dann plötzlich ganz viele Sex-Sites drin, die irgendwie offensichtlich auf einen verlinkt hatten, ja, oder auch nicht. Seit das aber aus den Blogs eigentlich raus ist, ist das Aufkommen an Referrer-Spam sehr stark zurückgegangen. Es ist einfach nicht mehr attraktiv, weil es eben unsichtbar im Webserver-Log-File vor sich hin modert und solange man nicht explizit das auswertet, sieht das halt auch normalerweise keiner mehr. Wobei, als ich den Vortrag das letzte Mal gehalten habe, mich jemand darauf hingewiesen, dass bei ihm Referrer-Spam wieder hochging, allerdings nicht zum Spammen, sondern um Leute auf Phishing-Sites zu locken. Also um dann zum Beispiel Passwörter abzugreifen, weil typischerweise lässt dann zum Beispiel ein Webserver-Admin ein Tool über das Log-File laufen und analysiert, wo die Besucher herkommen. Und wenn er dann auf so einen Link klickt, ist er meistens vielleicht in einem Admin-Umfeld und dann kann man eher vielleicht mal Passwörter oder sowas abgreifen. War zumindest die Erklärung des Kollegen, ich weiß nicht. Es gibt auch andere, ich glaube, auch immer an manchen Auswertungstools irgendwelche Cross-Site-Scripting-Lücken, wo man dann richtig, stimmt. JavaScript oder sowas ja. Das wird dann im Kontext auf der anderen Seite in den Login ausgeführt. Gut, stimmt, guter Hinweis, danke. Also so sieht Referrer-Spam üblicherweise aus. Das ist bei uns aus dem Log-File. Das sieht halt so aus, als hätte jemand hier im Forum irgendein Topic abgerufen und käme von dieser Seite, KZK Insurance ist auch ein schöner Name. Und wenn das natürlich dann häufiger aufkommt und jedes Mal mit so merkwürdigen Nummern hinten dran, dann kann man sich schon denken, dass das nicht echt ist. Zumal man ja dann meistens nur diese einzelnen Einträge findet und nicht weitere Aufrufe, zum Beispiel mit denen Bilder abgerufen werden. Subtilere Spamformen, sehr beliebt ist zum Beispiel auch Profil-Spam. Das
heißt, man hat ja in Weblogs, in Foren und so weiter, häufig kann man ein Profil hinterlegen für einen User und da ist meistens ein Feld, dass man seine Homepage eintragen kann. Und diese Profile sind meistens gerade bei Foren relativ prominent verlinkt. Das heißt, wenn das Forum einen hohen PageRank hat, ist das Profil nur eine Ebene weg davon und hat auch noch einen relativ hohen PageRank. Deswegen ist das attraktiv, das zu bespammen. Und da gibt es eben Spam-Tools, die einfach nur neue User anlegen und dort als Homepage eben Spam-Links eintragen. Und sonst gar nicht posten, sondern nur den User anlegen. Andere Formen, das geht dann jetzt schon mehr ins Inhaltliche, sind vorgebliche On-Topic-Beiträge. Das heißt, man bekommt Kommentare, die auf den ersten Blick nicht wie Spam aussehen, sondern wo halt vielleicht die Seite gelobt wird, wo Witze gepostet wird. Hatte ich mal so einen Kandidaten, der hat immer Witze gepostet, auf Englisch, ja, in einem deutschen Forum, sehr unauffällig. Und am Ende war dann ein Viagra-Link oder irgendwas noch dran. Oder halt auch, da gibt es auch so Fälle, dass scheinbar harmlose Fragen auftauchen, wo man sich fragt, ob der User hier vielleicht einfach das falsche Forum erwischt hat und wo man versucht ist, einfach auch darauf zu antworten. Und da muss man halt schon mal genauer hingucken, ob da nicht irgendwas dahinter steckt. Mal so ein Beispiel, das ist bei uns zum Beispiel aufgeschlagen, stumbled onto Geeklog Info for the first time today und so weiter und dann erzählt er über irgendwas über seine DSL-Leitung, hat also sogar den Namen von unserer Website richtig eingetragen in seinem Spam. Denn es ist Spam, wenn man sich dann mal den Quelltext dazu anguckt, hat er dann irgendwo mittendrin angefangen, ab looks like, jeden einzelnen Buchstaben zu verlinken. So kann man es natürlich auch machen. Okay, warum machen die Jungs das? Naja, muss man nicht groß erklären. Geld wollen sie natürlich damit machen. Im Prinzip über drei Möglichkeiten. Sie wollen den PageRank erhöhen, sie wollen direkt Click-Throughs, dass die Leute draufklicken und was mittlerweile auch fast ein Problem in sich ist, ist Test-Spam, also einfach Nonsense-Postings, wo wirklich auch kein Link drin ist, wo offensichtlich einfach die Software auch getestet wird oder getestet wird, wie lässt sich dieses Forum zuspammen. Haben wir auch alles schon. PageRank, eigentlich müsste man ja sagen, korrekterweise Platzierung in Suchmaschinen ist natürlich eine Motivation, kommt allerdings mittlerweile nicht mehr so stark vor. Google und überhaupt die Suchmaschinen haben ja das Problem, sie müssen möglichst schnell aktuelle Ergebnisse liefern. Das heißt, wenn im Web ein Thema hochkocht, erwartet jemand, der dann zu Google geht und nach diesem Stichwort sucht, dass irgendein Thema, das halt gerade aktuell ist, dass er dann auch schon schnell aktuelle Links zu dem Thema findet. Deswegen muss Google und auch jede andere Suchmaschine möglichst schnell die Inhalte aufgreifen und präsentieren. Und das heißt, dabei gucken sie eben, was kommt häufig vor, was ist gerade aktuell, was wird aktuell viel gepostet, auf welche Sites wird häufig verlinkt, um dann einstufen zu können, das ist wichtig. Das haben sich die Spammer halt anfangs zunutze gemacht und haben eben massiv für eine URL gespammt, in der Hoffnung, genau diesen Mechanismus ausnutzen zu können, um dann ihre eigene Seite hochzupushen. Das hat Google und auch die anderen mittlerweile ganz gut im Griff, deswegen kommt so Massenspam in dieser Form eigentlich kaum noch vor. Das sind dann meistens Anfänger, die das versuchen. Es ist auch zeitintensiv mittlerweile, dadurch, dass das eben die Methode nicht mehr funktioniert, muss man mehr Zeit investieren, und langsamer spammen und das eher langfristig ausrichten, das ist dann unattraktiv, da kann man nicht so schnell Gewinne mitmachen. Was trotzdem noch versucht wird gerne, ist Spam auf ältere Einträge abzuladen, in der Hoffnung halt, dass die vielleicht nicht gesehen werden, wenn sie auf einem alten Eintrag sind. Und auch, weil alte Einträge, alte Artikel oft einen überraschend hohen PageRank haben in Google. Also es ist meistens ein bisschen so eine Berg- und Talbahn, Talfahrt, von Seiten, wenn man sich das mal anguckt. Wenn die Seite neu ist und es wird drauf verlinkt, legal drauf verlinkt, dann kommt sie meistens recht schnell nach oben, sinkt dann meistens aber ein bisschen ab, nach einer Weile, um dann erst ganz langsam wieder hochzukommen. Also muss man mal beobachten bei eigenen Sites, das ist meistens so. Und deswegen sind ältere Einträge auch unter Umständen attraktiv für Spam. Kann man PageRank einfach beobachten bei Google?
Ja, es gibt ja zum Beispiel für Firefox gibt es eine Extension, die unten den PageRank für jede URL anzeigt. Beziehungsweise gibt es offiziell von Google dazu als Extension. Einziger Nachteil ist, der öffentliche PageRank wird nur alle 3-4 Monate momentan aktualisiert. Sprich, ändert sich nur alle vom. Der Öff, also den man sehen kann, ändert Stimmt. sich alle paar Monate. Das ist der Nachteil. Ja, okay, aber es ist wie gesagt eher so ohnehin eher eine langfristige Sache. Insofern passt das dann schon. Okay, die meisten Spammer sind heutzutage eigentlich eher auf Klicks aus. Das heißt, sie wollen den Besucher auf ihre Website locken, um dann dort mit direkten Verkäufen, mit Werbung oder mit Partnerprogrammen Geld zu verdienen. Das machen sie heutzutage meistens auf zwei Wege, nämlich entweder mit Wegwerf-Domains oder mit Wegwerf-URLs. Wegwerf-Domains heißt, sie registrieren wirklich Domains nur zu dem Sinn, diese in Spam zu verwenden. Und wenn ich dann draufklicke, werde ich von dieser Domain sofort weitergeleitet auf die eigentliche Spammer-Domain, weil die ist wertvoll. Diese Wegwerf-Domain wird nur in einem Spam-Run verwendet, vielleicht nur 1-2 Tage und dann nie wieder, weil dann ist sie in allen Spam-Filtern drin und wertlos. Aber solange die Leute noch draufklicken, ist sie dann interessant. Und das noch billiger sind die Kollegen, die Wegwerf-URLs zum Beispiel aus alten, unbenutzten Foren benutzen, die also zum Beispiel gezielt scheinbar auch Foren suchen, die nicht mehr gepflegt werden, die vielleicht Lücken haben, zum Beispiel JavaScript-Injections, damit man diese Redirects machen kann und die dann erstmal zuspammen. Und dann, einige Tage später, fangen sie an, für die URLs von diesen Foren zu spammen, die dann wiederum den gleichen Trick machen. Wenn ich draufklicke, werde ich weitergeleitet auf die eigentliche Spammer-Domain. Also ich hatte einen Spammer beobachtet, der hat das zum Beispiel mit .edu-Domains eine Zeit lang durchgezogen. Scheint es an Unis also oft so verlassene Foren zu geben. Da hat er sich darauf spezialisiert gehabt. Ich habe mal eine vollkommen unwissenschaftliche Auswertung gemacht, wofür so gespammt wird bei uns, was da so aufgeschlagen ist. Also Zeitraum Ende März. 356 Spam-Postings hatte ich da analysiert. Das häufigste Thema also Pillen. Die berühmten Viagra, aber auch eben abnehmend Tabletten und weiß der Kuckuck, also alles Mögliche, was an Pillen da gerade gespammt wird. Das zweithäufigste Thema, okay, braucht man nicht weiter sagen. Und dann kommt erstmal eine ganze Weile nichts. Dann kommt so ein bisschen Finanzen, allerdings kein Aktienspam, sondern so generell so Stichworte Mortgage und Refinancing und so Sachen. Was ziemlich zunimmt, ist Software-Spam im Sinne von OEM, Software, hier kann man Photoshop für $2.50 runterladen und die Sorte. Und dann gibt es noch das Thema Ringtones, das hat irgendwie so ein Auf und Ab. Immer wieder, da habe ich irgendwie den Verdacht, da ist nur ein Spammer irgendwie dahinter oder ganz wenige. Also die sind manchmal sehr aktiv, da bekommt man fast nur von dem Kram und dann sieht man sie wochenlang gar nicht mehr. Und dann gibt es halt noch so einen Rest, wo dann der ganze Kram noch drunter fällt. Also ich habe mir mal ein paar rausgeschrieben, Momentchen. Küchenutensilien, Matratzen, Autoreifen. Ja, ich weiß nicht, warum ich für sowas spammen sollte. Dann gibt es natürlich noch... Ja, stimmt, das fällt unter Software, habe ich vergessen, ja. Spamfilter werden dann auch beworben damit. Ja, und unter Sonstiges fallen dann auch noch die ganz wilden Sachen. Also ich hatte schon Spam für Egyptian Witchcraft, also ägyptische Hexerei. Und für Jungs, die ganz offensichtlich behauptet haben, sie haben ein Perpetuum mobile erfunden. Muss ich nachgucken. Ja. Den habe ich im Web eigentlich noch gar nicht gesehen. Das ist untypisch. Ja, nee, also nicht, dass ich wüsste. Nee, das sind wirklich so allgemeine Finanzsachen, wie man seine Schulden los wird und sowas. Und wie gesagt, kein Aktienspam, sondern nur halt so allgemeinen Geldanlagensachen. Aber Nigeria ist mir noch nicht untergekommen. Ansonsten fällt noch drunter halt auch der Test-Spam, der schon erwähnte, oder auch kaputte Spams, wo die Jungs einfach ihre Software nicht unter Kontrolle haben. Wenn man das Ding mal ein bisschen anders aufteilt, sieht man halt,
Pillenspam 38%, Sex 29% und dann das bisschen Kleinkram. Das da oben wird halt zunehmend zum Problem, weil sich die Pillen lassen sich prima filtern. Einmal Viagra und hat man schon eine Menge los. Das ist ein bisschen schwieriger, da sind sie meistens sehr erfindungsreich, aber es geht auch noch. Das sind auch nur ein paar Stichworte, OMM-Software, Ringtones, das hat man ganz schnell unter Kontrolle, aber halt 20% bei dem steigenden Spam-Aufkommen ist natürlich nicht einfach. Ja, es gibt auch schon PDF-Attachments mit leicht gegeneinander besetzten Buchstaben. Ja, aber nicht in Web, zum Glück. Womit wir beim Thema sind, Vergleich zu E-Mail-Spam. Also ich habe es eben schon gesagt, die Pillen kann man prima filtern, weil obfuscated Keywords gibt es praktisch nicht. Also ich habe noch niemanden gesehen, der im Wort Viagra das I gegen eine 1 ersetzt hat bei Web-Spam. Das kommt praktisch nicht vor. Offensichtlich zählen sie immer noch drauf, dass das auch in Suchmaschinen hilft. Es gibt auch, wie gesagt, keinen Aktien-Spam. Wahrscheinlich ist es einfach zu langfristig im Web. Ich meine, es muss ja dann relativ schnell gehen, wenn man so eine Aktie hochpushen will. Das geht mit E-Mail halt einfach besser. Und Bilder-Spam oder PDF-Attachments gibt es halt technisch bedingt eigentlich schon nicht. Es gibt natürlich welche, die nackte Mädels in Foren posten und da einen Link draufsetzen oder sowas. Aber diese verzerrten Texte oder sowas gibt es halt nicht im Spam. Wie wird gespammt? Natürlich setzt sich da keiner hin und tippt die alle ein, sondern das sind halt Spam-Bots, die da laufen. Die laufen typischerweise auf gekaperten PCs, so wie für normalen E-Mail-Spam auch. Das heißt, da ist irgendwo mal irgendein Virus oder was rumgegangen und hat halt diese PCs dann in einem Botnet zugeschlagen. Das gleiche mit Webservern. Gibt es ja auch Root-Server mittlerweile, spottbillig, werden dann schlecht administriert, lassen sich einfach hacken, kann man übernehmen zum Spammen. Dann gibt es natürlich Bulletproof-Hoster, das heißt Hosting-Unternehmen, denen es nichts ausmacht, Spammer zu beheimaten, solange die gut zahlen, haben sie nichts dagegen. Und ein Dauerthema sind halt auch immer offene Proxys, also Proxys, die eigentlich dazu gedacht waren, vielleicht für eine Firma oder für eine Universität den Zugang zu regeln, die sich aber auch von außen missbrauchen lassen oder auch wieder schlecht konfigurierte Webserver, die sich als Proxy missbrauchen lassen, um dann halt die Herkunft des eigentlichen Spams zu verschleiern. Manueller Spam gibt es trotzdem auch, aber das sind eher Einzelfälle und vielleicht sogar auch eher Test-Spam, um halt auszuprobieren, was man alles machen muss, um in einem Forum spammen zu können. Und dann gibt es auch noch Auftragsspam, da habe ich noch ein schönes Beispiel zu. Also hier ist mal wieder was bei uns aufgeschlagen ist. Fand ich auch sehr schön wegen dem Satz schon gleich, von wegen der Skills. Ist nicht klar, was das werden sollte, bis er dann ein paar Stunden später wiederkam. Dann hatte er seine Software unter Kontrolle und dann kam das Posting so raus. Oben der gleiche Text wie vorher und dann unten war auf einmal der Spam-Text mit den ganzen URLs drin. Und man hat es eben in dem Fallnamen, ich gehe nochmal zurück, gesehen, dieses X-Rammer hier, das ist das Stichwort. Das ist nämlich eine Spam-Software. Kommst du heute noch? Jetzt. Das ist eine Spam-Software, die offenbar sehr gerne eingesetzt wird, denn die kann alle möglichen Foren bespammen, die kann zum Teil auch Captchas knacken, User registrieren, scheint ein ganz nettes Tool zu sein. Gibt es einen Wikipedia-Artikel drüber, wer sich für interessiert. Ist das klein? Nee, das Ding spammt auch gerne für sich selbst, habe ich gelernt. Also es fängt offenbar, wenn man es startet, fängt es erstmal an, irgendwelche harmlosen Postings abzusetzen. Have you heard about X-Rammer oder irgend sowas. Ohne Link drin, einfach nur, um die Leute zu motivieren, danach zu suchen. Zum Thema Auftragsspam zurück, auch das ist bei uns aufgeschlagen. I offer you the services in advertising in Internet. Auf gut Deutsch, wir spammen für Sie. Und man kann also hier posten lassen, in 1000 Foren zu spammen kostet $35 pro 1000 Postings.
Und wenn man 20.000 Foren bespammen will, wird es dann billiger. Im Angebot sind 40.000 russische und 70.000 englischsprachige Foren, die man offensichtlich mit diesem Service bespammen lassen kann, wenn man den will. Interessant auch hier wieder, die Opportunity of Registration without Posting, das vorhin angesprochene Thema Profilspam, haben die also auch im Angebot. Okay, soweit zum Thema Methoden, wie wird gespammt, was ist Webspam. Fragen noch an der Stelle? Dann versuche ich jetzt mal was zu den Gegenmaßnahmen zu erzählen. Eine der ersten Sachen, die einem vielleicht einfällt, wenn man Spam bekommt, ist, man sperrt die IP-Adresse. Man geht also her und guckt, wo kommt das Posting her und sperrt in der Apache HT Access die IP-Adresse. Hilft natürlich gerade überhaupt nicht bei dynamischen IP-Adressen und man will ja auch vielleicht nicht alle T-Online-User sperren, nur weil es da irgendwo in dem Netz einen infizierten PC gab, der jetzt gespammt hat. Hilft allerdings gegen Bulletproof-Hosting, also weil das sind die üblichen Kandidaten, die hat man, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann auch ganz schnell raus und die kann man dann prima blockieren. So ein bisschen eine Mischform ist ein Speed-Limit, was wir zum Beispiel bei uns in Geeklock drin haben, das allerdings auch nur begrenzt hilft, muss ich sagen, dass zwischen zwei Postings eine gewisse Zeit vergehen muss. Das hilft aber wirklich nur gegen Spam-Attacken und wenn sie von einer IP-Adresse kommen. Wenn natürlich der Kram aus der halben Welt gleichzeitig kommt, ist da nichts mitzumachen. Wortfilter sind erstaunlich effektiv, wie schon angesprochen, weil eben die üblichen Schlüsselwörter nicht weiter verschleiert werden. Das heißt, wenn man sich die ganzen Pillennamen mal raussucht aus dem Spam, der ja freundlicherweise dann gleich vorbeikommt, dann kann man die alle in den Wortfilter auflisten und dann hat man die eigentlich recht gut im Griff. Das Ganze ist natürlich themen- und auch sprachenabhängig. Wenn ich ein medizinisches Forum betreibe, will ich vielleicht auch, dass die Leute über Viagra diskutieren können. Also kann ich es da nicht in den Spamfilter aufnehmen. Oder so Sachen wie Mortgage und Refinance, die kommen vielleicht auch in einem englischsprachigen Forum mal in einer normalen Diskussion vor. Muss man ein bisschen aufpassen. Also hier bin ich mal reingefallen mit dem Cialis, das dummerweise in dem Wort Specialist halt auch vorkommt. Anderer Ansatz, Moderation. Es darf halt nicht automatisch gepostet werden, sondern es muss erst freigegeben werden von dem Moderator. Hilft natürlich auch nur bedingt, denn statt einer vollgespammten Website hat man dann meistens eine vollgespammte Moderation Queue und muss halt da aussortieren. Ist halt zeitaufwendig. Eine Mischform, die ich gesehen habe bei WordPress, die scheinbar da ganz gut funktioniert, ist, dass einfach das erste Posting moderiert wird und alle Folgepostings gehen dann automatisch durch. Da müsste sich der Spammer dann erst irgendeinen sinnvollen Content für die Webseite einfallen lassen, damit er von dem Moderator akzeptiert wird, bevor er dann reinspammen kann. Scheint also bisher noch einige abzuhalten. Andere Möglichkeit, man sagt, anonyme User dürfen überhaupt nicht posten, man muss sich vorher anmelden. Ist natürlich die Gefahr, dass man damit auch eine ganze Menge User abschreckt, potenzielle User. Ja? Ich muss sagen, das nützt aber nicht unbedingt so viel. Ich war ja auch noch nicht fertig. Ich blocke jede Menge Spam-User, hat man dann auch noch Anmeldungsspam dazu. Ja, weiß ich. Kommt gleich. Ich wollte jetzt erstmal generell dazu sagen, man schreckt halt potenziell eine Menge wirklich normaler User auch damit ab. Also wenn ich irgendwo im Web auf einem Blog vielleicht einen interessanten Beitrag finde, will ich dann wirklich da einen Account anlegen und nur um diesen einen Beitrag einen Kommentar hinterlassen zu können, den ich mal da gelesen habe und vielleicht besuche ich die Seite anschließend nie wieder und dann geistern da irgendwo meine Daten rum. Man könnte auf die Idee kommen, OpenID als Lösung dafür zu betrachten. Also OpenID bietet einen zentralen Login, ist zu viel gesagt, eine zentrale Identität an. So ähnlich wie Microsoft das mit Passport vor ein paar Jahren versucht hat. Nur, dass es in dem Fall niemandem gehört, sondern es ist ein allgemeines Protokoll. Und ich kann mir auch meine eigene OpenID-Zertifizierung anlegen. Aber OpenID ist eben kein Spam-Filter oder kein Anti-Spam-Mechanismus. Und wir hatten auch schon Fälle, wo OpenID-User gespammt haben. Also es ist dann ganz einfach, sich eine User-ID anzulegen mit OpenID und die dann zum Spammen zu benutzen. Das hilft nicht. Und man hat, wie schon angesprochen, auch das Problem der automatischen Registrierung durch Bots. Und
wenn man das wirklich zum ersten Mal erlebt, dass man halt sieht, da kommt jemand an, registriert sich. Bei Geeklog zum Beispiel ist es so, dass wir eine E-Mail verschicken mit dem Passwort, mit dem man sich zum ersten Mal einloggen kann. Und dann ist das wirklich passiert, dass da jemand einen Bot für geschrieben hat, der diese E-Mail geparst hat, hat das Passwort rausgeholt, ist eine Minute später, ist dann der Bot wiedergekommen und hat sich mit genau diesem Passwort eingeloggt und hat sofort angefangen loszuspammen. Da habe ich halt auch erstmal dumm geguckt, als mir das zum ersten Mal passiert ist. Das glaubt man halt auch nicht, bis man es gesehen hat. Ja, das Universalmittel, das heute irgendwie alle einsetzen, sind CAPTCHAs, diese fürchterliche Abkürzung. Completely automated, jetzt habe ich das P vergessen, Test to tell computers and humans apart. Also ein Turing-Test für die Informatiker unter uns. Der Versuch eben, die Menschen und Maschinen zu unterscheiden. Typischerweise ausgeführt in Form dieser Grafiken mit verzerrten Buchstaben, aber es muss nicht eine Grafik sein. Es könnte auch eine Frage nach dem allgemeinen Wissen sein. Das Problem dabei ist, dass gerade diese Bilder oft schon für die Menschen ein Problem sind. Also ich habe mich auch schon sehr oft über diese Dinge geärgert, weil ich sie selbst nicht lesen kann. Und das Beste ist, dass man manchmal Buchstaben O benutzt und man weiß nicht, ob das O oder ein Null ist. Ja, genau, solche Sachen. Oder ist es halt wirklich so verzerrt, dass es einfach nicht mehr zu erkennen ist. Das sind ja auch hier, also da weiß ich auch nicht, was das sein soll. Das sind zwei Wörter übereinander gelegt, das kann doch kein Schwein mehr lesen. Und das Problem ist halt auch, dass es da ein gewisses Wettrüsten gibt in dem Bereich. Es gibt eine Webseite, das ist mehr so ein Forschungsprojekt, die heißt PornChar. Da hat jemand offenbar, das ist, ich weiß gar nicht, ob es akademisch ist oder ein Privatprojekt von jemandem, der hat sich zum Ziel gesetzt, diese Dinge zu brechen, und der hat da so eine Liste, halt, was seine Software schon alles knacken kann. Also die Software selbst ist nicht erhältlich, sondern er listet nur auf, was er im Moment schon kann und was noch nicht. Also es ist sehr interessant, was da schon alles geht. Da ist die Maschine schon manchmal besser als der Mensch. Das schreckt momentan noch nicht, weil man eher den Aufwand ab, das CAPTCHA zu knacken, als die technische Umsetzbarkeit. Mhm. Okay. Aber ich habe gesehen, dass das ein Soundfiles abspielen, dann muss drauf gehen, dann bekommt man vorgesprochen. Ja, das ist meistens der Versuch, das halt für behinderte Menschen, Blinde oder so, zugänglich zu machen. Ja, nee, es ist ja nicht schlecht, aber es sind alles nur irgendwelche Mittel und Versuche, das Problem zu umgehen, aber nicht wirklich Lösungen. Anderer Ansatz wären Blacklisten. Also ich stecke URLs in eine Blacklist, und wenn jemand damit was postet, wo diese URL drin vorkommt, dann ist es wohl Spam. Ja, ist halt sehr zeitaufwendig, denn sowas muss man ständig pflegen, gerade wenn es Sachen kommen wie diese Wegwerfdomains, die ich vorhin angesprochen habe, ist man meistens auch nur hinterher. Und bis sie dann in der Blacklist drin sind, werden die schon gar nicht mehr benutzt. Also eine der ersten und am weitesten verbreiteten Blacklists dieser Art für Webspam war MT Blacklist. Das MT steht für Movable Type, und der Autor hat es dann auch irgendwann dann aufgegeben, weil es einfach zu viel Arbeit war. An der Stelle war die Folie ursprünglich dann zu Ende. Ich habe dann allerdings gemerkt, dass dieses Ding weiterlebt. Diese drei Wiki-Projekte, Moin Moin, T-Wiki und MediaWiki, arbeiten zusammen im Bereich Wiki-Spam und pflegen da noch eine Blacklist. Bei denen scheint das noch zu funktionieren. Das heißt, die tauschen sich untereinander aus. Da gibt es dieses ein Skript, Spam Merge, das ruft, wenn man das aufruft, von den drei Wiki-Engines die aktuelle Version jeweils ab und mergt die zusammen, und dann bekommt man eine aktuelle Blacklist. Also für jemanden, der ein Wiki betreibt, scheint das noch zu funktionieren. Ich habe die mal bei uns eingebunden, aber sie findet praktisch keine Treffer. Das ist also ein ganz anderer Bereich, der da irgendwie bespammt wird. Eventuell ist das ja auch, dass sie auch dazu den Spam in älteren Versionen zu entdecken. Das heißt, hinterher die URLs hat, dann lohnt. Ja, und dann kann man es auch zum Aufräumen benutzen und sowas, ja. Der zweite Ansatz wäre halt, eine Blacklist automatisch zu machen. Das heißt, wir gucken nach, für was wird denn häufig gespammt im Moment, oder welche URLs allgemein gesprochen treten im Moment häufig auf. Das heißt, wir brauchen einen zentralen Service, an den schicken wir alle unsere Postings hin, und der analysiert die Postings dann und guckt, welche URLs habe ich in letzter Zeit von verschiedenen Websites auffällig häufig gesehen, und dann ist es wahrscheinlich Spam, und dann kann man es filtern.
Es gibt zwei Systeme, die das machen. Das sind zum einen AKISMET und zum anderen SLV oder Spam Link Verification ist die Langform. AKISMET kommt aus dem WordPress-Umfeld, ist dort sehr beliebt. Es gibt auch Integrationen für verschiedene andere Systeme. Ich mag es persönlich nicht so sehr, weil für uns als Provider, als Anbieter von einem CMS, hieße das, um das AKISMET betreiben zu können, braucht man nämlich eine sogenannte WordPress-ID. Und die bekommt man, indem man zu wordpress.com geht und sich dort einen Account anlegt. Das heißt, wenn wir jetzt ein AKISMET-Spam-Filter ausliefern müssten wir unsere User zur Konkurrenz schicken, damit sie dort einen Account anlegen, damit sie den Filter benutzen können. Deswegen benutzen wir in Geeklog SLV, was das Gleiche anbietet, aber halt offen ohne diese Bedingung. Außerdem, wer mal nach AKISMET und meinem Namen googelt, findet da auch noch ein paar andere Diskussionen zum Thema Privacy, weil anfangs wurden da auch Cookies mit übermittelt und das war alles ein bisschen merkwürdig, aber möchte ich jetzt nicht weiter vertiefen. Wieder ein anderer Ansatz wäre, man versucht, die Spambots schon zu erkennen, wenn sie anfangen zu posten und verhindert eben, dass sie den Spam direkt abladen. Bad Behavior, kommt auch wieder aus dem WordPress-Umfeld, macht das. Es hat praktisch eine Liste von bekannten Bots eingebaut, kann die an der Signatur erkennen, an bestimmten Posting-Verhalten. Und es filtert auch ganz allgemein kaputte HTTP-Requests raus, was eben auch ein typisches Zeichen ist von Spam-Bots, aber auch von Script-Kiddies nebenbei bemerkt, sodass es auch gegen den einen oder anderen Hackversuch hilft. Und relativ neu ist noch ein Project Honeypot, die sind ja normalerweise im Bereich E-Mail-Spam tätig. Die ziehen jetzt auch für Web-Spam ein Projekt auf. Da habe ich aber noch keine Erfahrungen mit. Die machen praktisch eine dynamische IP-Blacklist. Die gucken also nach, von wo kommt Spam und blockieren dann dynamisch gezielt einzelne IP-Adressen. Das ist mehr so die Pille danach. Wenn dann halt mal Spam gekommen ist, kann man ja mal gucken, wo kommt er denn her und kann sich beschweren bei dem ISP, von dem der Spam kam, oder bei dem Provider, wo die Seite gehostet wird, oder eventuell auch bei der Registrierungsstelle für die Domain. Das ist allerdings halt ein riesen Arbeits- und Zeitaufwand, die Erfolgsrate ist äußerst gering und es fehlt auch oft bei Hostern und ISPs irgendwie ein bisschen die Motivation und das Bewusstsein für das ganze Thema Web-Spam. Also ich bin schon sehr oft, wenn ich versucht habe, so Spam zu reporten, nach den E-Mail-Headern gefragt worden, weil die einfach nicht kapiert haben, dass es hier um Web-Spam geht, wo es halt keine E-Mail-Header gibt. Das ist ein Thema, das können wir abhaken. REL gleich NoFollow war der Versuch, das Thema Spam zu erledigen. Ist also mit einem riesen Tamtam angekündigt worden, dass als gemeinsame Initiative der großen Suchmaschinen, Google und haben alle mitgespielt, haben gesagt, das ist das Ende von Web-Spam. Was macht man? Man hängt an jeden Link dieses Attribut dran und das sagt der Suchmaschine dann, wenn der Roboter vorbeikommt, dass dieser Link nicht zu bewerten ist. Und das hat die Spammer gerade überhaupt nicht interessiert. Die haben trotzdem weiter gespammt, weil sie eben mittlerweile nicht mehr so sehr auf PageRank aus sind, sondern auf Click-Throughs und dann macht das Attribut natürlich gerade überhaupt nichts aus. Also Tonne. Mal kurz angesprochen, den Spam-Filter, den wir in Geeklog drin haben, so exemplarisch und am Rande, wenn jemand vorhat, einen Spam-Filter zu schreiben, ein Tipp, denkt euch einen Namen aus, in dem das Wort Spam nicht vorkommt, weil wir hatten dann prompt einen netten Brief bekommen von einer Firma, die SpamX als Warenzeichen registriert hat. Mit der haben wir uns dann einigermaßen glimpflich geeinigt haben, indem wir den Bindestrich noch eingeführt haben und dafür gesorgt haben, dass wir bei Google etwas weniger prominent sind. Ich glaube, das hat die am meisten gewurmt an der Sache nämlich. Und da war das Thema dann abgebogen. Aber ich glaube, alles, was mit Spam beginnt, ist schon längst vergeben in dem Bereich. Der Spam-Filter ist, wie gesagt, ursprünglich von einem Mitglied der Community geschrieben worden. Ist modular erweiterbar, man kann also jederzeit neue Module einfach reinwerfen, wenn die Spammer sich neue Tricks ausdenken oder wenn es eben neue Services gibt. Also haben wir hier halt einfach vom IP-Filter über normale Blacklists bis halt zu Support für SLV
einfach so Module, die man reinmachen kann. Ein Nachteil der Sache, den wir noch beheben müssen, ist, dass das im Moment nur Ja-Nein-Entscheidungen trifft. Das heißt, wenn das Ding mal sagt, das ist jetzt Spam hier, dann wird das Posting kommentarlos gelöscht. Und wenn es dann mal ein False Positive war, ist das ein bisschen peinlich. Da müssen wir, wie gesagt, noch nachrüsten. Okay, Aussichten. Was steht uns in dem Thema, in dem Bereich noch bevor? Es gibt auch erfreuliche Aussichten. Wir haben nämlich so ein paar Erfolge. Also das Thema Trackback-Spam haben wir zum Beispiel erledigt. Wie? Ja, man kann sich das Protokoll mal angucken. Trackback-Spam heißt, die beiden Sites müssen miteinander verlinkt sein. Also bei Trackbacks ist das die Idee. Das heißt, ich gucke einfach nach, wenn ich einen Trackback bekomme, in dem eine URL drin steht, rufe ich die Seite auf dieser URL und gucke, ob dort ein Link wiederum zu mir zurück drin ist. Das ist schon mal ein einfacher Filter, der hat genau 3 Monate gehalten. Dann hat der erste Spammer dynamisch Links eingebaut auf seine Seite. Daraufhin haben wir dann gesagt, okay, jetzt könnten wir vielleicht noch die IP-Adresse überprüfen. Wir gucken also nach, ob die IP-Adresse der URL, der URL in dem Trackback übereinstimmt mit dem Webserver. Nein, übereinstimmt mit der Adresse, wo der Trackback herkommt. Müsste ja logischerweise auf dem gleichen Server sein und ist es halt im Normalfall eben nicht, weil die ja eben Spambots benutzen und dadurch passt die IP-Adresse nicht und seither ist eigentlich Ruhe. Seither habe ich keinen Trackback-Spam mehr gesehen, der durchgekommen ist. Das heißt nicht, dass sie es nicht noch versuchen, aber es ist keiner mehr durchgekommen. Und selbst wenn jetzt mal einer durchkäme, wenn also jemand auf die Idee käme, von seinem eigenen Server aus zu spammen, dann können wir den bequem in die IP-Blackliste aufnehmen und dann ist er auch weg. Also ich denke, das Thema haben wir überstanden. Referrer-Spam, wie gesagt, ist mangels Erfolg mittlerweile, ist nicht mehr attraktiv genug, macht keiner mehr. Wie sieht es sonst aus? Also wie gesagt, ein Großteil können wir relativ leicht filtern mit einfachen Mitteln wie Wortfilter. Der Rest macht aber halt zunehmend Probleme, weil einfach die Gesamtmenge an Spam zunimmt. Das sind diese 20% von vorhin. Solange ich nur die 20% nur 2 Postings pro Woche sind, kann ich die noch manuell löschen. Wenn sich dann das Aufkommen verzehnfacht, dann sind das schon 20 Postings pro Woche, dann sind es 200, 2000 und irgendwann ist es dann doch ein bisschen viel. Natürlich ganz werden wir das Thema nie loskriegen, aber hier ist noch Gefahr, hier müssen wir noch was machen. Die Frage ist allerdings, was? Captchas sind jedenfalls keine Lösung. Erstens mal, weil sie auch eben viele behinderte Menschen aussperren, weil auch normale Menschen schon das Problem haben, die Dinge lesen zu können, weil, wie angesprochen, auch da die Technik nämlich weitergeht. Denn wenn man mal in seine E-Mails reinguckt, dann hat man ja das hier, auch verzerrte Buchstaben, um eben die Spamfilter, die E-Mail-Spamfilter jetzt zu überlisten. Das heißt, im Moment sind die Jungs dabei, die E-Mail-Spamfilter schreiben, das OCR zu verbessern, damit sie das hier lesen können. Das heißt, sie können demnächst, haben sie Techniken, verzerrte Buchstaben zu lesen. Das können dann wiederum die Spammer natürlich benutzen, um die Captchas auf den Websites zu überwinden. Ja, so war das, glaube ich, nicht gedacht. Aber also in der jetzigen Form gebe ich Captchas ein, maximal noch 2 Jahre und dann ist das Thema durch und dann brauchen wir andere Lösungen. Was hätten wir noch im Angebot? Basefilter wären halt was. Funktionieren ja in E-Mails ganz gut. Das Problem ist halt, wer will den trainieren? Auf einer Website verbringe ich halt doch noch weniger Zeit als mit meinem E-Mail-Programm. Da ist die Motivation, dann jetzt da die Postings durchzugehen und die durch einen Basefilter zu jagen, ist wahrscheinlich zu gering. Also wir brauchen einfach benutzerfreundliche Lösungen, die schnell Erfolge erzielen. Und die zentralen Systeme, die ich vorhin angesprochen habe, wie SLV und Akismet, die sind sicher auch bald zu grobmaschig, weil es so Tendenzen gibt von lokalem Spam, sage ich mal. Spam, der sich gezielt an einzelne Websites richtet oder an einzelne Communities und der dann im Gesamtrauschen halt untergeht. Das heißt, wo dann die Filter einfach nicht ansprechen, weil das Aufkommen von diesem Spam zu gering ist, dass er dann irgendwie einen Ausschlag bringt. Und das ist halt leider das Problem, vor dem wir jetzt stehen.
es gibt keine wirklich guten Lösungen. Sobald die Captchas überwunden sind, haben wir wieder ein ganz massives Spam-Problem. Und ich weiß im Moment auch nicht wirklich, was wir da machen sollen. Also deswegen stehe ich auch hier und erzähle das in der Hoffnung, dass hier vielleicht noch jemand ein paar Ideen hat oder dass jemand mal drüber nachdenkt und vielleicht demnächst mal eine Idee hat. Die Stärke von Open Source ist doch auch immer die Kooperation. Ich sehe auch verschiedene Insellösungen, aber keiner arbeitet so richtig zusammen. Also das Beispiel von den Wiki-Engines vorhin war also echt die Ausnahme. Ich habe auch versucht, mal mit ein paar Konkurrenten in Anführungszeichen zu reden und habe dann zum Teil als Antwort bekommen, dass Spam kein Problem ist. Zitat eines nicht näher genannten CMS-Herstellers: Wir liefern kein Comment-Modul mit aus, deswegen haben wir keinen Kommentar-Spam. Und wenn das der User installiert, dann ist das sein Problem. Und es gibt ja auch ein Capture-Modul, das kann er ja auch installieren und damit ist das Problem gegessen. Einfach vollkommen fehlende Weitsicht für die Problematik an der Stelle. Und mal so nebenbei gefragt, wo sind eigentlich die kommerziellen Anbieter? Also ich vermisse sie nicht wirklich, so ist das nicht, aber die bringen meistens neue Impulse rein. Die sind in dem Gebiet eigentlich überhaupt noch nicht vertreten. Also Akismet ist ein Ansatz davon, weil bei Akismet kann man sich eine Enterprise-Lizenz kaufen, wenn man so eine Blocking-Plattform aufsetzen will. Aber ansonsten gibt es da gar nichts in dem Bereich. Also, bitte? Ja, oder es ist noch nicht attraktiv genug, um da Geld irgendwie mitzumachen. Das kann halt vielleicht noch kommen, mal sehen. Jetzt bin ich eigentlich schon am Ende an der Stelle. Ein paar Ressourcen, auf die ich noch hinweisen will. Zum Thema Webspam allgemein kann ich diese Website empfehlen. Spamhuntress.com ist eine Norwegerin namens Anne-Elisabeth Nordbro. Die hat zum Beispiel diesen bulgarischen Pokerspammer damals aufgedeckt und die ist ziemlich akribisch hinterher und protokolliert und notiert alles, was sie zum Thema Webspam findet. Also wenn man mal Spam ein bisschen nachforschen will, und dann findet man auch ganz schnell bestimmte Namen immer wieder, und dann kann man die mal bei spamhuntress.com einwerfen, da gibt es auch ein Wiki, da findet man dann Unmengen an Informationen zu den üblichen Verdächtigen. Wer das Problem mit Wikispam hat, kann sich mal auf junked.org umsehen, die haben sich darauf spezialisiert. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass jemand interessiert, mit was ich mich gerade rumschlage. Ich habe auch so einen Blog, wo ich mich immer ein bisschen drüber auslasse über das Thema. Ja, an dieser Stelle wäre ich dann durch, wenn es jetzt noch Fragen gäbe. Ja, nee, das juckt die Jungs auch nicht, die spammen einfach. Ja. Eine Frage nach Abhilfen, wenn man darüber diskutiert, über die Systeme hinweg, aus meiner Sicht, dass man dieses attraktive Protokoll, das ja noch nicht so alt ist, war also praktisch eine tolle Initiative aus der Blocktechnik heraus. Gefällt mir nach wie vor sehr gut. Ich kann ja nicht sagen, tschüss.
ist kein Trackback mehr und die Sache ist gegessen. Die Kollegen drüben bei Drupal, wenn ich da das angesprochen habe, gut, wir hatten nicht viel Zeit, das Programm ist ja nicht. Weil die erste Reaktion war, dass die ich erreicht habe, die verzichten halt drauf. Und das würde mir leid tun, dass man eine Diskussion anstoßt, ob man eine Modifikation des Standards, die sozusagen die Performance, also diese Live-Service-Attacke, die das implizit darstellt, über diese Seite in Griff kriegt. Das Filtern, also diese kollektiven Blacklists, dynamische Blacklists, das sage ich jetzt mal, das kann man tun, dann hat man eine reduzierte Ausbeute und wenn zwei pro Woche durchkommen, mache ich mir auch keinen Kopf. Auch fünf pro Woche kann ich händig in Griff kriegen. Aber diese Masse an Angriffen auf den Block ist technisch dem Server zu viel. Und da ist die Frage, ob man über einen Standard, der also bestimmte Sachen darüber nachdenkt, das ist mein Appell momentan an die Szene. Ja, gibt es sogar schon. Es gibt eine Mailingliste, die sich beschäftigt mit der Überarbeitung von Trackback-Spam, von Trackback-Protokoll eben wegen Spam und so weiter. Da hat sich seit mindestens 8 Monaten nichts mehr getan auf dieser Mailingliste. Ich meine, das Problem bei solchen technischen Protokollen ist einfach, die sind einfach derartig attraktiv für Spammer, weil die kann man implementieren. Man hat Referenzen, wo man es testen kann und da lohnt es sich dann auch, da kann man einfach wirklich auch massenhaft oder dann pro Minute absetzen. Das heißt, die führen, egal was man macht, die werden mehr oder minder halt zwangsläufig immer in diese Richtung wandern. Ja. Ja, das ist jetzt, was er angesprochen hat, ein Thema, das ich jetzt irgendwie unterdrückt hatte. Dieses Filtern kostet natürlich CPU-Zeit und wenn man da halt jetzt wirklich massiv bespammt wird, hat man natürlich ein Problem. Diese ganzen Filter haben halt eben Laufzeiten. Auch Captures. Captures sind da übrigens auch ganz schlimm, weil diese Bilder werden ja dynamisch erzeugt. Da wird ein Image-Magic im Hintergrund angeworfen oder so. Also wenn man da mal ein Opfer wird von so einer Spamwelle, dann kann auch da ganz schnell der Webserver dicht gemacht werden. Ich wundere mich ja manchmal, wo es noch keinen Spam gibt. Also vielleicht irgendwie ist das auch mal eine interessante Perspektive zu sehen, wo der noch nicht gespammt wird. Und was mich zum Beispiel wundert, ist, dass ich in Google Earth immer noch keine Pornos finde. Wenn sonst alle HTTP-Proxys zu sind. Nein, aber so, das ist zum Beispiel die Frage, wie die das schaffen, irgendwie Geo-Images und so weiter freizuhalten. Ist halt die Frage, ob sie da wirklich schon filtern oder ob es einfach noch nicht passiert ist. Ich glaube nicht, weil mittlerweile ja irgendwie in jeder Kleinstadt mindestens irgendwie 4 Fotos vom Kirchturm drin sind. So, wenn ich irgendwie ich glaube, über Flickr ist das gemacht oder über irgend so ein Geo-Image-Tagging-System oder so. Also es ist schon verwunderlich, wo man teilweise halt eben noch sein findet. Im Verhältnis zum Spam derartig wenig Personen sind, dass das einfach wirklich tatsächlich keiner gemacht hat. Weil das ist wirklich die Frage, die sich da wirklich hinversteckt. Also man erkennt mit der Zeit auch doch recht deutlich die Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen Spams und so. Da kann man schon meistens recht schnell sehen, das ist der gleiche Spammer, der hier kommt. Der hat jetzt diese Woche die Keywords geändert oder spammt für ein anderes Thema oder sowas. Ja, das sind wahrscheinlich gar nicht mal so viele. Wie gesagt, dieser ganze Poker-Spam vor ein paar Jahren, das waren 2 Leute dahinter. Also. Und die haben 2.500 verschiedene Domains, haben wir zum Beispiel identifiziert, hatten die registriert nur für das Thema. Also da ist offenbar auch eine Menge Geld halt drin und deswegen kriegen wir das Thema so schnell nicht los. Das ist ein Vor- und ein Nachteil. Also zum einen, diese Spambots, die spammen einfach alles, was wie ein Formular aussieht. Und das funktioniert dann halt auch meistens, weil irgendwas wird akzeptiert. Ich habe auch immer wieder bei uns in den Logins Spam-Versuche drin. Also einfach, wo Username, Passwort ist und da werden URLs eingegeben oder irgend sowas. Das sind einfach dumme Bots, die einfach alles bespammen. Umgekehrt, wenn man eine kleine Seite hat, was auch noch relativ gut funktioniert, sind halt individuelle Spam-Filter. So ganz primitive Captchas, die wirklich nur auf dieser einen Seite verwendet werden. Das kann ein konstantes Image sein, das kann auch die Frage sein, was ist 2 plus 2 oder so. Es lohnt sich für die Spammer halt normalerweise nicht, genau jetzt für diese eine Seite eine Anpassung zu machen. Also insofern hat man mit einer kleinen Seite meistens weniger Probleme. Der X-Rummer kann das überwinden. Das ist halt
derartig attraktiv, weil es derartig viele tote Boards gibt. Also lohnt es sich dann. Da sieht man halt, dass Capture im Zweifelsfall, wenn es sich lohnt, werden sie geknackt. Genau, ja. Okay. Was ich schon gesehen habe, diese Formularfüllbots war, dass das die Leute einfach ein Todesfeld einfügen, wo sie das nicht ausfüllen. Die Bots füllen aus und dann wird es auch ausfüllen. Richtig, ja. Ah ja, das ist auch wieder mehr so der Fall halt, das ist eine individuelle Anpassung. Und wenn die Seite mal attraktiv genug ist, dann, wenn Slash das machen würde, würde das auch nichts helfen. Das würden die halt den Bot dafür anpassen und dann wäre es auch überwunden. Ja, aber es ist, ist auch eine Möglichkeit, richtig. Okay, dann war's das.